Hochbetrieb im kleinen Verladebahnhof Brügge. Es ist schon der zweite Güterzug, der heute einfährt. Er ist gefühlt kilometerlang, haufenweise Waggons und alle müssen wieder beladen werden. Revierförster Markus Teuber hat deswegen viel zu tun, denn das Holz muss weg, bevor die nächsten Lkw-Ladungen kommen. Klappt aber, oder? Ja, doch. Seid ihr zufrieden? Wir sind ja heilfroh, dass wir den Bahnhof wieder reaktiviert haben, dass wir jetzt... Ja, ist überall jetzt. Wenn schon alles andere am Boden liegt im Moment, genau. Holz geht. Holz geht, wie geschnitten. Ja, ja. Doch es gibt Probleme. Zwei Waggons sind kaputt und können nicht beladen werden. Weil die sind da runtergeklappt, da hinten, der ist auch kaputt. Ja. Und da kann man die nicht, kann man die nicht hochklappen, da fällt der Bolzen oder sonst was. Was sagt er, wer trägt das? Oder ist er... Ja, das weiß ich nicht, aber wir dürfen die nicht beladen. Ja, ist klar. Doch davon lässt sich Markus Teuber nicht aufhalten. Mittlerweile hat er mit sowas Erfahrung, auch mit solch großen Holzmengen. Der Zug insgesamt, wir sehen hier nur eine Hälfte davon, hat nachher eine Kapazität von ca. 1600 Festmetern. Entspricht ungefähr 60 bis 70 Lkw-Ladungen, die da drauf sind. Und ist so die Arbeit, die im Prinzip hier in den Wäldern rund um Lüdenscheid an 3 bis 4 Tagen von den Harvestern und Forstunternehmen produziert worden ist. Die Fichten sind zwar vom Borkenkäfer befallen, dem Holz an sich hat das aber nicht geschadet, solange es nur rechtzeitig verladen wird. Man muss ja auch sehen, das Holz, was hier abgeschnitten wird, das geht nicht durch den Schornstein oder als Brennholz weg. Das kann ganz regulär als Bauholz verwendet werden, ob als Leimbinder, als KVH-Holz, als sogar Sichtverschalung. Da gibt es keine Einschränkungen, wenn es jetzt rechtzeitig und auch frisch vor die Säge kommt. Zeitgleich werden in einem Nebenteil Bäume im Akkord gefällt, mit Spezialmaschinen aus der Schweiz. Die Arbeiter sind sonst im Hochgebirge im Einsatz. In kürzester Zeit werden die gefällten Bäume für den Abtransport nach Brügge vorbereitet. Der Lüdenscheider Förster muss alles aufeinander abstimmen. Wichtig ist, dass hier eben alles Holz von der Fläche auch runtergeräumt wird. Wir haben kein Reisigmaterial oder keine behinderten Stücke, die auf der Fläche noch liegen, sondern können hier direkt mit der Wiederaufforstung von neuem, stabilen, hoffentlich stabilen Wischwald beginnen und weitermachen. Mehr als 30 Lkw-Ladungen an Holz kommen allein hier zusammen. Und das alles muss noch nach Brügge, möglichst schnell. Und da ist natürlich so eine Sache wie hier der Bahnhof ein sehr wichtiges Schlüsselglied, das Holz überhaupt bewegt zu bekommen. Denn das alles mit dem heimischen Sägemarkt abgewickelt zu bekommen oder auf die Straße zu packen und auf den Lkw-Verkehr zu setzen, ist nahezu unmöglich bei den Dimensionen. Alles klar, weiß ich Bescheid. Danke, ja. Von Brügge über Hagen geht der Zug dann nach Österreich, denn im Zillertal wartet schon ein großes Sägewerk auf Nachschub aus dem Sauerland.